Trikot war in der Hose. Na, immer sehr gut. Tor für die Löwen. Schuss ins kurze Eck. Eieiei. Müsste Patrick Jarrett gewesen sein. Ja, sah so aus. Aber auch hier bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, warten mal ab, was der Schiedsrichter durchsagt, der Herr Schmidt. Scheibe raus und jetzt sitzt noch 14 Sekunden, jetzt wird es ganz schwer. Ja, ganz schwer zumindest noch in dem Powerplay. Ja, im Powerplay noch einen Treffer zu erzielen, so meine ich das. Der Rest ist natürlich unverändert. Eine schöne Bewegung von Larksonen. Tor! Michi Fröhlich! Und da ist es, das Powerplay-Tor mit 2 Sekunden auf der Uhr. Und wir haben das nachgeholt, was im ersten Drittel schon verdient wäre, nämlich gewesen wäre, nämlich den Ausgleich. Ja, aber besonders entscheidend war jetzt da das 1:1 von Larksonen gegen den Frankfurter Verteidiger. Schön gemacht von der Larksonen. Dass den aussteigen lässt und dann im genau richtigen Moment den Pass vor das Tor auf Michi Fröhlich spielt. Und sofort einen guten Pass gespielt auf Graysell. Bergmann, Schuss, Tor! Und da ist das Tor! Gefecht von Brandon Graysell vor dem Tor. Aber klasse Schuss von Matthias Bergmann. Und damit haben die Kaufbeurer innerhalb von einer halben Minute das Spiel gedreht. Und werden letztendlich dadurch auch für die Mühen auch im ersten Drittel belohnt. Ja. Und nicht einfach den Handschuh drauf tut und das Bulli in Kauf nimmt. Oh, Fehler jetzt. Karivare Graysell, 2 gegen 0. Graysell, Karivare. Und da ist es 3:1. Und das ist das Tor von Jona Karivara, weil der Brandon Graysell uneigennützig nochmal abgibt. Perfekt rausgespielt, natürlich auch perfekt ausgenutzt, den Fehler der Frankfurter. Und das ist jetzt, glaube ich, auch das erste Tor in Unterzahl in dieser Saison. Ja. Und Scheibe abgefangen. Von daher hat er sich das Tor auch verdient vom Jona Karivara, der die Szene auch einleitet. Wer hat den Fehler gemacht bei Frankfurt? Ja, sieht man nicht. Da liegt einer zurück. Und der fällt dann im Zurücklaufen auch noch hin. Aufpassen. Kart. Tor. Tor. 2:3 nur noch. Ja, der fällt unglücklich jetzt, der Treffer, finde ich. Glaube ich, Eddie Rinke war es. Ja, rutscht ins lange Eck die Scheibe. Ja, muss man sagen, hat sich aber auch ein bisschen abgezeichnet in den letzten Minuten. Da war Frankfurt die klar bessere Mannschaft. Ja, absolut. Jetzt wird es nochmal richtig, richtig eng. Ja gut, Eishockeyspiel hatten wir vorher schon eins, weil 2 Tore Führung ist auch nichts im Eishockey, aber jetzt haben wir endgültig eins. Okay. Ergebnis ist im Endeffekt, obwohl der Oppi eng dran war, dass die Frankfurter so, Stretch gewonnen haben. Tor, der rutscht durch und das gibt's nicht in der 60. Minute. Schießt Frankfurt den Ausgleich. Und das nach einer so zweifelhaften Strafe hat das Ganze schon ein bisschen ein Geschmäckle, Ralf. Das darf nicht wahr sein. 21 Sekunden vor dem Ende fällt der Ausgleich. Holzer hat die Scheibe. Ja, gut gemacht von Osterloh hier. Im Fallen noch, ja. Sonst wären da 2 durch gewesen gegen einen Kaufbeurer. Muss ich aufpassen, ja. Da ist Laub. Und er macht's. 3:4. Aus, vorbei. Frankfurt gewinnt in der Verlängerung. Wir hatten auch die Herren in Schwarz-Weiß ein Wörtchen mitzureden. Kaufbeuren hätten hier heute mehr Punkte verdient gehabt als diesen einen, den sie am Ende geholt haben. Ja, ich mache jetzt nicht viele Worte. Ich bin eigentlich relativ bedient. 3:4 der Endstand nach Verlängerung.